Raus aus der Champions League, raus aus dem DFB-Pokal und jetzt auch raus aus der Euroleague. Ja, und in der Liga 8 Punkte hinter den Bayern. Es fühlt sich irgendwie so an, als wäre die Saison für Borussia Dortmund schon vorbei. Warum ist der BVB in seiner Entwicklung stehen geblieben? Und viel wichtiger, was muss jetzt im Sommer passieren? Wie könnte der nächste Umbruch in Dortmund aussehen? Darüber sprechen wir jetzt bei Was geht Bundesliga. Rose raus. Der Meinung sind anscheinend die ersten BVB-Fans. Zumindest hat Dortmunds Trainer nach dem 1:1 in Augsburg von diesen Rufen berichtet. Aber man hat sich vor der Saison für den Weg mit Marco Rose entschieden, weil man gesagt hat: Aus einem verzagten Arsch kann kein fröhlicher Furz kommen. So, mit anderen Worten, wer Erfolg haben will, muss mutig sein. Und das ist die Spielweise von Marco Rose ja auf jeden Fall. Aber den gewünschten Erfolg hat sie in dieser Saison halt noch nicht wirklich gebracht. Deshalb die Frage an euch: Welche Veränderungen braucht der BVB im Sommer? Schreibt eure Meinung dazu mal gerne unten in die Kommentare. Und wenn ihr schon unten zugange seid, dann lasst doch ein Abo da und eine aktivierte Glocke. Dann verpasst ihr hier gar nichts mehr. Ja, einen Schwerpunkt zum BVB kann ich natürlich nur mit einem Mann machen. Und zwar mit dem schönsten Hipster-Zopf in ganz Deutschland. Matthias Dersch, moin. Ja, schönen guten Tag. Moin. Würdest du so unterschreiben, oder? Ich gebe keine Kommentare dazu. Sehr schön. Nee, dann gehen wir doch mal direkt ins Thema rein. Der BVB ist aus allen Pokalwettbewerben raus und die Bayern sind in der Liga mit 8 Punkten gefühlt uneinholbar vorne. Also die Enttäuschung ist aktuell bei den Fans und den Verantwortlichen natürlich groß. Trotzdem, man hat jetzt noch 10 Ligaspiele vor der Brust. Das Ziel Champions League ist klar. Aber worum geht es denn für den BVB jetzt möglicherweise bis Saisonende noch? Ja, vor allem wird es darum gehen, dass man gegen die Zweifel anspielt. Klar ist, dass die Saison Spuren hinterlassen wird. Es wird einen Umbruch im Sommer geben müssen. Wie groß der dann ausfällt, das liegt dann zum einen ein Stück weit auch in den Händen der Mannschaft, die eben zeigen kann, dass man noch auf sie zählen kann. Das liegt zum anderen auch daran, welche finanziellen Mittel da sind im Sommer, denn die Corona-Pandemie hat natürlich tiefe Löcher gerissen und reißt sie auch nach wie vor. Das heißt, da wird der Spielraum einigermaßen begrenzt sein. Und im Grunde hat jetzt jeder nochmal die Chance, sich zu zeigen in den nächsten 10 Spielen, denn du hast die Konstellation schon angesprochen, die Champions-League-Qualifikation ist relativ klar. Man hat jetzt noch gesagt, man möchte dann gerne auch bitte Zweiter werden, da hat man aktuell 6 Punkte Vorsprung vor Leverkusen. Auch da ist also ein gutes Polster da, aber klar ist, Dortmund muss sich besser präsentieren und das ist für die Spieler dann eben die Chance, diese Unzufriedenheit, die da ist im Umfeld, bei den Fans, auch intern, dass man daran eben arbeitet, dass man nochmal einen guten letzten Eindruck hinterlässt in die Saison und ein bisschen Wiedergutmachung betreibt, denn die K.O.-Wettbewerbe sind sehr enttäuschend gelaufen. Auch in der Liga gab es zuletzt häufig dann doch einzelne Rückschläge. Leverkusen als ganz krasses Beispiel, aber auch das 1:1 gegen Augsburg war eben nicht das, was man sich zuvor ausgemalt hat. Insofern, ja, gibt es da eben Bedarf. Man kann jetzt nicht abschenken das Jahr. Dafür ist die Konstellation dann eben doch noch nicht klar genug. Und das wäre auch, glaube ich, den Ansprüchen des BVB nicht gerecht, wenn man das so machen würde. Wir wollen ja heute insgesamt auch ein bisschen nach vorne schauen. Trotzdem, bevor wir jetzt konkret auf den Umbruch, der da im Sommer kommt, zu sprechen kommen, nochmal ein bisschen in die Analyse rein, was jetzt eben vor allem zu diesem Scheitern dann in den Pokalwettbewerben geführt hat. Und ein Problem, auf das man da halt immer wieder stößt, ist die Defensive. 1,6 Gegentore pro Pflichtspiel im Schnitt. Und zum Vergleich, bei den Bayern ist es im Schnitt genau ein Gegentor. Und selbst beim FCB wird ja schon die Defensive kritisiert. Ist die Abwehr die Achillesferse des BVB oder eher als ein Teil eines größeren systemischen Problems zu sehen? Ja, man würde sich jetzt definitiv zu einfach machen, wenn man mit dem Finger beispielsweise nur auf die Innenverteidiger zeigen würde. Das wird dem Problem nicht gerecht, denn es ist ein gesamtheitliches. Die gesamte Mannschaft ist da in der Pflicht, mehr zu tun defensiv, vor allem aber auch konzentrierter zu agieren. Denn wenn wir uns mal die Gegentore beispielsweise gegen Glasgow angucken, jetzt im Rückspiel, das war einmal ein dämliches Foul im Strafraum, was in der Situation nicht passieren darf. Und es war einmal ein Ball über den Ball schlagen von Mats Hummels, was eben in der Form auch nicht passieren darf. Das sind also sehr viele individuelle Fehler, die dann häufig zu Gegentoren führen. Das ist eine Sache des Kopfes, eine Sache der Konzentration, der Fokussierung. Da hat der BVB in meinen Augen ein sehr großes Nachholpotenzial. Fakt ist aber auch, dass Dortmund immer wieder Probleme bekommt, wenn das Spiel schnell gemacht wird, dann in Richtung eigenes Tor, wenn es Umschaltmomente für den Gegner gibt. Das hat man ganz krass gegen Leverkusen gesehen.
Da fehlt dem BVB dann zum einen eine gute Restverteidigung, wie das die Trainer ja immer nennen, sprich, dass die Räume gut besetzt sind, dass man gedanklich sich beim Pass auch schon darauf einstellt, dass der Ball auch beim Gegner landen könnte, dass man sich entsprechend positioniert. Und dann fehlt es aber auch an Tempo, wirklich dann mitzugehen und die Wege nach hinten in einer ansprechenden Geschwindigkeit zu machen, die dir dann ermöglicht, nochmal einzugreifen. Das sind sehr große Defizite beim BVB und so kommen dann diese Gegentore zustande. Also da muss man schon an mehreren Punkten ansetzen. Da gibt es nicht die eine Lösung, die das dann beheben würde, dieses Problem, sondern ja, da wird auch ein Umbau nötig sein und ein Umdenken auch teilweise in den Köpfen. Ja, und es ist natürlich auch nicht nur die Defensive, sondern ja, trotz der nominell wirklich großen individuellen Qualität, die der BVB natürlich unbestritten vorne hat, haben sie immer wieder Probleme gegen tiefstehende Gegner vor allem. Zuletzt hat ja die Umstellung von Glasgow-Trainer Van Bronckhorst auf Fünferkette dem BVB komplett den Zahn gezogen. Ja, und es ist immer wieder so, dass der BVB es nicht schafft, tiefstehende, kompakte Gegner auseinanderzuziehen. Warum ist das so? Warum finden Sie da zu wenig Lösungen? Ja, auch da muss man, glaube ich, wieder mehrere Punkte nennen. Was man sicherlich bei der Gesamtanalyse dieser BVB-Saison nicht vergessen darf, ist die hohe Verletzungsproblematik. Erling Haaland fehlt jetzt schon wieder einige Wochen, hat auch davor schon zweimal gefehlt in dieser Saison über einen längeren Zeitraum jeweils. Das ist sicherlich dann auch ein Faktor, denn er ist ja nicht der Einzige. Es gibt Spieler wie Emre Can beispielsweise, die 3-4 Mal ausgefallen sind. Auch ein Guerrero oder jetzt ein Moukoko, der eben theoretisch ja einer wäre, der da in der Offensive ein bisschen mehr Flexibilität ermöglichen würde. Das auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind wir auch da wieder beim Tempo. Es fehlt ein klassischer Flügelspieler im Kader, wie er beispielsweise Jadon Sancho war, der eben die Möglichkeit hatte, mit seinen Fähigkeiten auch auf engstem Raum, mit einem schnellen Antritt, mit einer schnellen Körperbewegung, mit einer sehr guten Ballbehandlung dann eben Gegenspieler mal aussteigen zu lassen und dadurch neue Situationen zu schaffen. Das fehlt dir eben in dieser Saison auch sehr häufig. Und dann wird es eben schwer, wenn der Gegner kompakt steht hinten, die Räume eng macht, da dann wirklich zwischenzukommen. Ja, über die Probleme wurde und wird natürlich jetzt auch weiter viel gesprochen und wir haben es jetzt auch ein bisschen getan, aber lass uns dann wirklich mal nach vorne schauen. Im Sommer steht ein Umbruch an, alleine schon wegen des Wechsels von Michael Zurk zu Sebastian Kehl als Sportdirektor. Michael Zorc nach sehr, sehr langer Zeit, der hat den Verein natürlich geprägt, hört auf. Das ist ein Cut, kann man glaube ich so bezeichnen. Jetzt gab es aber nach dem Spiel in Augsburg auch Rose-Rausrufe. Zweifelt man intern an dem Weg mit Marco Rose oder sind das jetzt nur die Fans, die da ihre Bedenken haben? Oder sieht man auch im Verein vielleicht dann doch eher die Fehler in der Zusammenstellung des Kaders? Ja, also aktuell glaube ich, dass Marco Rose nicht um seinen Trainerjob fürchten muss. Man hat sich ja sehr bewusst dazu entschieden, ihn zu verpflichten, auch für einen sehr hohen Geldbetrag von 5 Millionen Euro ihn zu verpflichten. Und man hat eigentlich auch von Anfang an gesagt, dass man ihm Zeit geben möchte. Denn der Kader, der aktuell da ist, der passt eigentlich nicht zu dem Fußball, den er gerne spielen möchte. Wir haben die Defizite angesprochen, gerade was Tempo angeht, aber auch was Aggressivität gegen den Ball angeht. Da war von Anfang an klar, dass das möglicherweise auch durch die Corona-Pandemie bedingt nicht in einer oder zwei Transferperioden erledigt sein wird. Aber natürlich muss Rose jetzt auch auch dafür sorgen, dass die letzten 10 Spiele gut laufen, denn der letzte Eindruck, der wird dann hängen bleiben und der wird sicherlich auch mit darüber entscheiden, wie groß das Vertrauen dann noch ist, dass er der richtige Mann auch für die kommende Saison ist. Nochmal, aktuell glaube ich, ist sein Job nicht gefährdet, trotz des schwachen Abschneidens in den K.O.-Wettbewerben. Priorität beim BVB hat immer die Champions League, die ist momentan relativ sicher. Mit Einschränkungen, weil man nicht genau weiß, wie laufen denn jetzt die letzten 10 Spiele, wie nimmt die Mannschaft das an. Und deshalb, auch Rose wird gegen die Zweifel anspielen müssen, wird im Umfeld auch wieder einfach den Eindruck erwecken müssen, dass er der richtige Mann ist. Das schafft er nur gemeinsam mit der Mannschaft und das ist die Herausforderung für die letzten Wochen der Saison. Er wird natürlich auch seine Lehren draus ziehen, dieser überfallartige Fußball, den er spielen lässt, möglicherweise dann doch vor und während der Saison zu wenig Sicherheiten eingebaut, dass du eben gegen Konter auch sicher stehst, dass die Restverteidigung da auch da ist. Da hat der BVB sicher auch Luft nach oben. Jetzt hat man mit Niklas Süle im Sommer schon einen Hochkaräter für die Abwehr, der dazukommen wird. Karim Adeyemi soll kommen. Und es gibt jetzt, das sind zumindest von außen, Gerüchte um Timo Werner. Kann sich der BVB eine Transferoffensive, du hast es auch schon angesprochen,
überhaupt leisten wegen dieser ganzen Corona-Verluste? Jetzt hat man immerhin den Vertrag mit Signal Iduna ja auch verlängert. Also da hat man dann nochmal die Sicherheit, dass der Partner dabei bleibt. Oder muss man jetzt im Sommer erst Haaland verkaufen, damit man neu dazu kaufen kann? Naja, klar ist natürlich, dass viel an der Personalie Haaland festhängt, denn wenn man ihn hat, holt man sicherlich nicht keinen, also wird man keinen richtig großen Transfer dann noch zusätzlich stemmen können. Adeyemi verbuche ich jetzt mal, wobei man sagen muss, dass es auch da noch nicht ganz klar ist, da wird noch gepokert um die Ablöse. Salzburg hätte gerne deutlich mehr, als der BVB aktuell zu bieten bereit ist. Dadurch, dass der Spieler fest beim BVB im Wort steht, gehe ich schon davon aus, dass die Parteien sich am Ende einigen und der dann in Dortmund landen wird. Ja, und dann wird man abwarten müssen, was mit Haaland passiert, wenn er wirklich den Verein wechselt. Dann kommen natürlich 75 Millionen rein, aber man muss das auch relativieren. Da gehen Abzüge von weg, da gehen Steuern von weg. Da bleibt also am Ende eine Summe übrig, die zum einen ja nicht marktgerecht ist für Haaland, wenn man sich seine Qualitäten anguckt. Wenn der keine Ausstiegsoption hätte in seinem Vertrag, dann würde der ja im freien Markt einen deutlich höheren Preis erzielen können. Das heißt, man wird wahrscheinlich Probleme haben, allein schon, weil er ein absoluter Ausnahmespieler ist, dann einen Nachfolger zu verpflichten, der auch nur annähernd die Quote verspricht, die Haaland aktuell hat. Andererseits, Haaland war jetzt eben auch oft verletzt. Dortmund musste Phasen ohne ihn überstehen. Das relativiert das Ganze dann auch. Das bietet vielleicht auch die Möglichkeit in Zukunft, dass man sich etwas flexibler aufstellt in der Offensive, dass man, wenn Haaland spielt, eben doch momentan recht leicht auszurechnen ist, weil da natürlich viel über ihn läuft. Das könnte dann möglicherweise anders sein, wenn er nicht mehr da ist. Dann werden es vielleicht mehrere Optionen im Abschluss geben. Da ist momentan noch vieles im Fluss, auch was die Abgangsseite angeht. Manuel Akanji, halten sich ja Gerüchte um die Premier League, dass Manchester United interessiert ist. Der würde auch nochmal Geld in die Kasse bringen. Axel Witzel wird den Verein verlassen, da wird Gehalt frei. Das heißt, es gibt schon eine Manövriermasse, die Sebastian Kehl dann im Sommer hat. Aber klar ist auch, er hat eine Menge Aufgaben zu erledigen, Innenverteidigung. Da wird es möglicherweise, je nachdem, was mit Akanji passiert, nicht die einzige Verpflichtung mit Süle bleiben. Da wird möglicherweise noch jemand kommen. Nico Schlotterbeck ist da ein Kandidat. Man will unbedingt auf den Außenverteidigerpositionen was tun, weil man da eben gesehen hat, wir brauchen da mehr Tempo. Ja, und dann die Sturmfrage, wie gesagt, die hängt dann vor allem eben auch an Erling Haaland. Ja, das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was es da für Bewegungen im Kader vom BVB im Sommer geben wird. Und ein Thema, was vielleicht auch eine Rolle spielen könnte, das würde mich jetzt auch mal interessieren. Es gibt ja immer wieder diese Aussetzer über die gesamte Saison verteilt. Das ist ja in den letzten Jahren fast schon zu so einer Normalität geworden. Und in diesem Zusammenhang kommt halt immer wieder das Thema Charakterstärke, mentale Reife zur Sprache. Ist dieses Merkmal bei der Verpflichtung neuer Spieler im Sommer dann vielleicht schon genauso hoch zu bewerten wie die eigentliche fußballerische Qualität? Naja, grundsätzlich wird das ja auch bislang schon so gemacht. Also wenn man jetzt Emre Can zum Beispiel und Erling Haaland nimmt, die hat man damals auch verpflichtet, weil sie eben charakterlich genau das mitbringen sollten. Trotzdem muss man festhalten, gibt es eben immer wieder diese Aussetzer und man hat dieses Problem bislang noch nicht behoben. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein Stück weit der Positionierung des BVB mittlerweile geschuldet. Man ist eben klar hinter den Bayern. Man muss fast schon eine perfekte Saison spielen, um dann überhaupt eine Chance zu haben, die Bayern mal vom Thron zu stoßen. Da geht natürlich sicherlich auch ein Stück weit Spannung verloren, wenn ich mir die Saison angucke in der Liga. Dann hat man schon erkannt, dass nach der Niederlage gegen die Bayern im direkten Duell, wo man ja zuvor auf Schlagdistanz war, dass da Spannung verloren gegangen ist, dass da auch die folgenden Ergebnisse nicht mehr so gut waren, weil man eben, glaube ich, schon das Gefühl hatte, das war es jetzt erstmal wieder für die Meisterschaft, weil die Bayern eben so wenig patzen. Auf der anderen Seite kommt von unten relativ wenig Druck. Die Leverkusener, von denen ja viele sagen, dass sie eine sehr gute Saison spielen, das tun sie ja in Phasen auch. Sie spielen einen tollen Fußball, den man sich sehr schön angucken kann. Aber auch die sind trotz des Sieges jetzt zuletzt in Dortmund weiterhin deutlich hinter dem BVB. Dann ist nochmal eine Lücke. Also man ist da mehr oder weniger zwischen jenseits von Gut und Böse irgendwo auf Platz 2. Und das erklärt vielleicht auch, warum es dann von der Spannung nicht jeden Tag, jeden Spieltag so hundertprozentig funktioniert. Ich glaube, da muss der BVB einen Weg finden, damit umzugehen. Ja, vielleicht eine eigene Geschichte nochmal entwickeln, die eben dazu führt, dass man jeden Tag in jedem Training wirklich maximal fokussiert ist. Denn nur so geht es dann auch am Wochenende. Das war eine der Lehren, die es unter Edin Terzic gab. Da hat er sehr viel Wert darauf gelegt, dass
in den Trainings die Spannung hochgehalten wird, dass es immer wieder Wettkampfcharakter gibt. Und dann in einer Phase, wo es dann wirklich um alles oder nichts ging, hat der BVB dann ja auch geliefert. Da muss man hinkommen, dass man eben auch in Phasen, wo es nicht um alles oder nichts geht, sondern, sage ich mal, schnöder Alltag in Anführungszeichen, dass man das dann eben auch schafft. Das wird eine der Hauptaufgaben. Und auch da ist natürlich Marco Rose dann gefragt, als der Trainer, als derjenige, der die Richtung vorgibt, dass er da dann auch die richtigen Worte findet. Also nicht nur die Spieler in der Verantwortung, was das Thema angeht, sondern auch der gesamte Verein, der Trainer. Es muss von oben runter gelebt werden. Ne? Und wie du sagst, da haben sie auch da im Sommer auf jeden Fall einiges zu tun. Ist spannend auf jeden Fall, wo die Reise dann jetzt im Sommer hingeht. Langweilig wird die auf jeden Fall in 2022 auch nicht, würde ich sagen, Matthias. Und wir schauen dann jetzt nochmal ein bisschen auf die nähere Zukunft. Und zwar in der Kategorie... Das schnelle Orakel ist zurück, Freunde. Wir schauen auf die Begegnung des 25. Spieltags und fangen mit dem BVB an, der am Sonntag in Mainz gastiert. Und das, Matthias, ist ja eigentlich so ein typisches Spiel, in dem Dortmund in der Vergangenheit oft gestolpert ist. Glaubst du, das passiert wieder? Ja, dazu kommt die personelle Situation, die weiter angespannt ist beim BVB. Ist ein Knackerspiel für den BVB, da geht es um viel. Ich glaube, dass sie das knapp für sich entscheiden, 2-1. Ja, so ein 2-1 würde auf jeden Fall helfen, dann Bayer Leverkusen weiter auf Distanz zu halten. Und die könnten nämlich auch Punkte lassen bei den Bayern. Das, da haben sie ja auch noch eine Rechnung offen, ne? Aus dem Hinspiel. Wir erinnern uns, ne? Dieses deftige 1-5 war es, glaube ich, damals, ne? Ja, genau. Ist ein spannender Spieltag, gerade was die Konstellation um den zweiten Platz angeht. Ich habe schon gesagt, ich tippe auf einen Dortmund-Sieg und ich tippe hier auf eine Leverkusen-Niederlage, weil ich glaube, dass die Bayern dann bei all den Schwierigkeiten, die sie ja zuletzt durchaus auch mal hatten, du hast die Defensive vorhin schon angesprochen, dann doch auf den Punkt da sind, wenn es darauf ankommt, gegen die Konkurrenten der Spitze, dann sind sie in der Regel da und liefern. Und deshalb tippe ich hier auf einen knappen Bayern-Sieg. Ja, und dann hängt der BVB noch mehr in diesem luftleeren Raum, den du gerade ja schon beschrieben hast. Ne? Da werden sie 9 Punkte vor Leverkusen und 8 hinter den Bayern. Ja, das müssen wir aufpassen, dass sie sich da nicht ganz alleine fühlen. Ne? Aber sie haben dann auf jeden Fall zumindest die Absicherung ein bisschen nach hinten, wenn es so kommen sollte. Und jetzt bewegen wir uns mal in andere Tabellenregionen, denn Hertha BSC steht mittlerweile auf dem Relegationsplatz. Also denen steht das Wasser mittlerweile fast bis zum Halse. Und jetzt geht's gegen die Eintracht aus Frankfurt, die auch in einer schwierigen Phase ist, 3 Spiele in Folge verloren. Also spannende Konstellation. Was glaubst du, wer geht da möglicherweise besser ins Spiel? Ja, ist wirklich eine spannende Situation. Möglicherweise so ein klassisches Unentschieden-Spiel. Aber mir fehlt bei der Hertha momentan ehrlich gesagt jede Fantasie. Deshalb würde ich mal auf einen Sieg für die Eintracht tippen. Ja, würde ich auch mitgehen, weil einfach bei Hertha so wenig zu erkennen ist. Gerade was das Spiel nach vorne angeht, sehr viel beruht irgendwie auf Zufall. Also wenig Klares zu sehen. Jetzt haben sie auch noch ordentliche Verletzungsprobleme. Also ja, da macht einem tatsächlich aus Hertha-Sicht aktuell wenig Hoffnung. Aber wer weiß, Heimspiel, dürfen wieder ein paar mehr Zuschauer kommen. Vielleicht kann sie das pushen. Und das hofft natürlich auch der VfB Stuttgart, weil der könnte dann auch wiederum möglicherweise davon profitieren, sollte Hertha verlieren. Aktuell sind es, glaube ich, 4 Punkte und Stuttgart muss wirklich gewinnen zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach. Glaubst du, sie können das packen? Ja, den Stuttgartern läuft ein wenig die Zeit davon. Sie sind ja mit viel Hoffnung in die Rückrunde gestartet, haben immer gesagt, dann kommen Spieler zurück, dann wird sich auch die spielerische Qualität der Mannschaft wieder in den Ergebnissen widerspiegeln. Aber man muss festhalten, dass diese Situation nicht besser geworden ist. Sie waren jetzt schon ein paar Mal knapp dran, haben dann spät Rückschläge kassiert, die natürlich dann umso schmerzhafter sind, wenn man so weit unten steht wie der VfB aktuell. Jetzt geht's gegen Gladbach. Das ist eine Mannschaft, von der man sicherlich auch viel, viel mehr erwartet hätte, die teilweise trotzdem gut spielt. Ich denke mir da an das Spiel gegen Dortmund, auch wenn es irgendwie verrückt klingt bei einer 0-6 Niederlage. Das war ein Spiel, was relativ lange offen war, wo Gladbach auch gut und gerne in der ersten Hälfte mit 2-0 in Führung hätte gehen können. Am Ende kassieren sie dann eben trotzdem wieder 6 Gegentore, sie sind in der Defensive weiterhin relativ anfällig und ich glaube, das wird dann jetzt gegen den VfB dann in Summe zu einem Unentschieden führen, was dann letztlich wahrscheinlich weder dem einen noch dem anderen so richtig weiterhilft. Ja, hilft ihnen dann vielleicht für den Kopf ein bisschen, dann gegen eine Mannschaft wie Borussia Mönchengladbach zumindest einen Punkt zu holen, aber am Ende müssen sie halt eigentlich die Punkte holen. Also der VfB ist jetzt echt gefordert, gerade so eine junge Mannschaft im Abstiegskampf
da ist wahrscheinlich auch echt von Trainerseite einiges an mentaler Arbeit mit den Jungs gefordert. Spannend und ihr wisst Bescheid, über alle anderen Partien könnt ihr alles Wichtige lesen auf kicker.de, in der Kicker-App und im Donnerstagskicker, den du bestimmt auch bei dir schon irgendwo rumliegen hast, Matthias. In digitaler Form, ja. In digitaler Form. Die Post war noch nicht da. Ja, danke. Die Post war noch nicht da. Ja, dann wird es höchste Zeit, ne? Ein bisschen was Haptisches auch nochmal in der Hand haben, ist doch auch schön. Nee, danke dir für die Einblicke, Matthias, und Einschätzung zum BVB, wie immer. Und ja, wir sehen uns bestimmt diese Saison nochmal wieder. Mach's gut, ciao. Bis dahin, danke, ciao. Am Montag geht's hier weiter mit Was geht Champions League zu den Rückspielen der Achtelfinals, Freunde. Es wird richtig ernst jetzt. Und wer Bock hat auf eine kleine Vorschau, die liefern wir euch. Mit Robbie Hunke bin ich wieder im Call und wir schauen auf alle Partien, die da in der nächsten Woche anstehen. Deswegen schaut hier am Montagabend auf dem Kicker-Kanal vorbei. Oder noch einfacher, lasst euch doch einmal eine Push-Mitteilung schicken. Und wie geht das? Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Wir sehen uns am Montag. Ciao.